Go Buster! Ein Nickerchen in Busters Garage. Schlaf schön, Buster. Aber wer ist denn das? Ein Roboterbus. Oh nein, er ist gekommen, um Unfug zu treiben. Seht nur, er hat sich als Buster getarnt. Oh, hallo Scout. Sie trainiert gerade ihre Fähigkeiten mit dem Ball für ein Fußballspiel. Hier kommt Roboterbus. Ich glaube, Scout denkt, er ist Buster und kein Roboter. Oh nein, Roboterbus hat Scouts Fußball zerquetscht. Wie gemein. Die arme Scout ist ganz bestürzt. Da ist Jessie Cheap. Sie wartet auf grünes Licht. Und da ist es auch. Oh, das war aber knapp. Und wieder hat Roboterbus Unsinn gemacht. Oh nein, Jessie denkt, das war wirklich Buster. Oh, kleines Rotkehlchen, pass auf. Roboterbus ist nicht sehr nett. Oh, armes Rotkehlchen, böser Roboterbus. Hey, Digger. Er hat Spaß mit seinen Bauklötzen. Oh nein, Roboterbus will mitmachen. Jetzt hat er Diggers Pyramide kaputt gemacht. Roboterbus verursacht nur Chaos. Hier wacht gerade der echte Buster wieder auf. Oh nein, jeder ist wütend auf dich, Buster. Sie denken, dass du Roboterbus bist. Wie willst du nur beweisen, dass du nicht all die gemeinen Dinge getan hast? Dort ist er ja wieder. Roboterbus ist gekommen, um noch mehr Chaos zu verursachen. Es war also nicht Buster, der so böse zu allen war. Schnell, Digger, du musst ihn irgendwie ausschalten. Da ist ein Schalter auf seinem Dach. Gut gemacht, Digger. Das scheint funktioniert zu haben. Sieht so aus, als sei Roboterbus wieder normal. Oh? Gut gemacht, alle zusammen. Das war knapp. Roboterbus hätte die ganze Stadt terrorisieren können. Mach du. Sieht so aus, als hättest du viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Du bist vollkommen mit Schlamm bespritzt. Und wer ist denn das? Es ist Terry Traktor. Er passt ein bisschen besser auf als Buster. Buster hat so viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu rasen. Oh nein, er fährt direkt auf Terry Traktor zu. Uff, nochmal Glück gehabt. Pass auf, Buster, diese Pfützen können dich ins Rutschen bringen. Oh nein, Terry Traktor ist nicht begeistert von Busters Tun. Und wieder geht es los. Pass auf, wo du hinfährst, Buster. Pass auf. Oh nein, Buster steckt fest. Törichter Buster. Was soll er jetzt bloß tun? Die Sonne geht unter und es wird dunkel. Ich hoffe, mit Buster wird alles gut. Da schaut alle her. Es ist Terry Traktor. Er ist gekommen, um zu helfen. Sehr begeistert sieht er allerdings nicht aus. Bitte hilf Buster, Terry. Er braucht nur einmal angeschubst zu werden. Ob er es schafft? Eins, zwei und fertig. Hurra! Danke, Terry. Oh, Buster. Zum Glück war Terry Traktor da, um zu helfen. Mach's gut, Terry. Mach's gut, Buster. Hier kommen Buster, der Bus und Terry Traktor. Sieht aus, als wollten sie um die Wette rennen. Buster sieht sehr siegessicher aus, nicht wahr? Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Wer wohl gewinnen wird? Gleich geht's los. Auf die Plätze. Fertig. Los! Da flitzen sie. Buster rast in die Führung. Los, Terry, du schaffst das. Ich glaube, Terry ist nicht so schnell wie Buster. Moment, was macht er da? Oh, frecher Buster, er gibt ja an. Arme Terry, Buster ist sich wirklich siegessicher. Noch hast du es nicht ins Ziel geschafft, Buster. Nicht aufgeben, Terry, noch hast du eine Chance. Oh, Buster, ärger Terry nicht. Du bist wirklich nicht lieb. Na los, Terry, zeig Buster, dass man nicht nur Schnelligkeit zum Gewinnen braucht. Jetzt ist Buster sehr weit voraus. Sieh, wie er durch all die Matschpfützen rast.
Oh, Buster, ich weiß, dass es heiß ist, aber du kannst nicht müde sein. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Sieh mal, da drüben ist ein Apfelbaum. Ich glaube, Buster möchte sich im Schatten ausruhen. Frecher Buster, du bist etwas zu siegessicher, nicht wahr? Oh nein, Buster ist eingeschlafen. Und sieh, wer kommt. Terry Traktor. Er hat Buster überholt. Oh, Buster, du hast zu lange geschlafen. Da rast er los zur Ziellinie. Ich glaube nicht, dass er mag, was er da finden wird. Fast geschafft, Buster. Aber wo ist Terry? Haha, da ist er. Terry war zuerst im Ziel. Alberner Buster, du hättest nicht so lange schlafen sollen. Und du hättest nicht angeben sollen, denn es bewies wieder, langsam, aber stetig gewinnt man. Tschüss, Buster. Tschüss, Terry. Frohe Feiertage, Buster. Oh nein. Buster sieht nicht sehr fröhlich aus, oder? Lass uns mal sehen, was ihm fehlt. Buster sieht gelangweilt aus. Hat er nichts mehr zu tun? Hört ihr alle das? Ja, es ist Busters Freund, der Robin. Aber wo kann er nur sein? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Siehst du ihn? Das ist aber ein großer Seufzer von Buster. Sieh mal, da ist er. Und er bringt Busters Kugel. Ich glaube, er möchte, dass du ihm folgst, Buster. Geh schon, lass uns sehen, was er dir zeigen möchte. Oh, er bringt jetzt einen Schal. Super Idee, Buster. Ihr solltet beide einen Schneemann bauen. Sieh mal, wie er seine Räder benutzt, um den Schnee aufzuhäufen. Super, Buster. Wow, das sieht ja schon gut aus. Und da ist der Kopf. Gut gemacht, Robin. Ein Schneemann ist ohne Schal auch nicht komplett. Wofür sind denn die Kohlestücke? Natürlich. Jetzt sucht Robin noch etwas anderes. Oh ja, eine Karotte als Schneemannnase. Was für ein fantastischer Schneemann. Aber sieh mal, Buster denkt, es fehlt was. Wow, das ist eine starke Brise. Und schau, sie hat einen Zylinder zu Buster und Robin geweht. Das ist, was gefehlt hat. Gut gemacht, Buster. Robin stimmt dem zu. Oh, wow. Der Schneemann ist zum Leben erwacht. Buster ist so aufgeregt. Buster hat jetzt nicht nur Robin zum Spielen, sondern auch seinen neuen Freund, den Schneemann. Frohe Feiertage euch, Buster. Du bist ja ganz mit Schlamm vollgespritzt. Du hattest wohl viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Ich glaube, Buster muss gewaschen werden. Ob er wohl auch so denkt? Hier kommt der Stadtbus. Oh nein, er ist nicht gerade erfreut, als er sieht, wie schmutzig Buster ist. Ich glaube, Buster hat endlich begriffen, wie ungepflegt er aussieht. Das stimmt, Buster. Du bist vollkommen mit Schlamm bedeckt. Ist das ein Schild für eine Waschanlage? Gute Idee, Buster. Roll hinein und mach dich gründlich sauber. Armer Buster. Er hat zu viel Angst, hineinzugehen. Es sieht doch ein bisschen zum Fürchten aus, stimmt's? Komm schon, Buster, du schaffst das. Du musst gründlich sauber gemacht werden. Er geht rein. Buster ist wirklich sehr mutig. Eins, zwei, drei. Oh nein, du hattest es schon beinahe geschafft, Buster. Oh, oh, er klingt sehr ungeduldig. Buster, tief durchatmen, du schaffst das. Aber diese Geräusche machen mir Angst. Komm schon, Buster, du kannst das. Gleich ist es geschafft. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, du bist drin, Buster. Das kitzelt, aber so schlimm ist das doch nicht. Da kommt er wieder raus. Das war doch gar nicht schlimm, oder, Buster? Jetzt bist du blitzeblank. Gut siehst du aus.
Wow, gut gemacht, Buster. Nun bist du wieder schön sauber. Die Waschanlage ist doch gar nicht so schlimm. Mach's gut, Buster. Buster, aufwachen. Eine Schneeflocke. Das kann nur eines bedeuten. Es schneit. Ja, tatsächlich. Buster ist so aufgeregt, weil bald Weihnachten ist. Aber Moment mal, wo ist denn der Weihnachtsbaum? Diesen hier können wir nicht nehmen. Seht mal, ein freundliches Rotkehlchen. Was es uns wohl sagen will. Ich glaube, es will, dass Buster ihm folgt. Oh, es will Buster helfen, einen neuen Weihnachtsbaum zu finden. Diese hier sind nicht ganz passend. Wow. Dieser da sieht ganz toll aus. Buster scheint das auch zu denken. Wollen wir doch mal sehen, ob er ihn herausbekommt, damit wir ihn mit heimnehmen können. Das ist ein großer Baum, was, Buster? Sei vorsichtig, Buster. Oh, er wackelt, er wackelt. Mach weiter so, Buster. Gleich ist es geschafft. Toll. Und los geht's. Buster bringt ihn in die Garage. Ich weiß aber nicht, ob er hineinpassen wird. Er sieht sehr groß aus. Sei vorsichtig in den Kurven, Buster. Oh nein, hinter dir, Buster. Du hast den Baum verloren. Sieh hinter dich. Schnell, schnell, Buster, kehr um. Oh nein, der Baum rollt weg. Mach schnell, Buster. Vielleicht holst du ihn ein. Jetzt rollt er durch all die Weihnachtslichter. Schnell, Buster. Glaubst du, dass Buster es schaffen wird? Sieh nur, wie er durch die Luft fliegt. Komm schon, Buster. Glück gehabt, Buster. Was für eine Erleichterung. Er sieht einfach aus. Seht nur, das sind Terry und Scout. Sie sind gekommen, um das Fest mit Buster zu feiern. Gut gemacht und ein frohes Fest, Buster. Ein frohes Fest euch allen. Schau, da ist Buster der Bus. Er sieht sehr fröhlich aus, nicht wahr? Ach, oh nein. Es fängt an zu regnen. Und es donnert und blitzt. Oh, oh, es ist ein Gewitter. Oh, achte auf Scout, Buster. Oh nein. Buster hat so viel Angst vorm Gewitter. Er hat Scout im Regen alleine gelassen. Und jetzt stecken ihre Räder in der Pfütze fest. Es blitzt jetzt überall. Puh. Buster ist nun sicher und heil in der Garage. Aber was ist mit Scout? Schau, er hat Scout gesehen. Sie steckt wirklich in der Pfütze fest. Wird Buster tapfer genug sein, um ihr zu helfen? Scout ist wirklich am Kämpfen. Armer Buster, er hat wirklich Angst vom Donnern und Blitzen, nicht wahr? Du schaffst es, Buster. Wow, die Blitze sind so hell und furchterregend. Hurra! Los, Buster! Sieht aus, als hätte er sich entschlossen, Scout zu helfen. Ein schneller Schubs sollte es tun. Hurra! Scout ist jetzt befreit. Schau, wie glücklich sie ist. Gut gemacht, Buster. Der Donner ist immer noch sehr laut. Aber schau, Buster hat keine Angst mehr. Buster und Scout fahren glücklich zur Garage zurück, um dem Regen zu entkommen. Der Donner hat beide erschreckt. Tschüss, Buster. Tschüssi mal. Das sind Buster und Scout. Sie spielen im Schnee. Sie haben sehr viel Spaß beim Hüpfen und Rutschen. Hallo, Herr Schneemann. Na, was hat Scout wohl gesehen? Sie sieht sehr aufgeregt aus. Ich frage mich, was es wohl ist, Buster. Oh, toll, ein zugefrorener Teich. Sieh mal, wie Scout auf dem Eis skatet. Sie macht das sehr gut, nicht wahr? Na komm, Buster, probiere du es doch auch mal. Vorsichtig. Oh, armer Buster, das Eis ist sehr glatt. Das scheint Scout nicht aufzuhalten. Sieh, wie sie loszieht. Ich glaube, Buster hat Angst vom rutschigen Eis. Na komm, Buster, das ist doch kein Grund, sich zu fürchten.
Haha, los geht's. Du schaffst das schon. Und schon geht Buster auf dem Teich skaten. Und wie er jetzt loslegt. Beide haben unglaublich viel Spaß auf dem Eis. Gut gemacht, Buster. Scout ist sehr beeindruckt. Oh, wow. Sieh, wie Buster durch die Luft fliegt. Sieh mal, du hast das Eis zerbrochen. Das Eis zerbricht noch mehr. Und es ist um Scout herumgebrochen. Sie sitzt fest. Buster, was machst du nun? Wenn du dichter rangehst, wird das Eis bestimmt brechen. Großartige Idee. Herr Schneemann wird das Eis nicht zerbrechen. Bitte hilf uns, Herr Schneemann. Sieh, wie er es macht. Er rettet Scout. Gut gemacht, Herr Schneemann. Und tolles, schnelles Denken, Buster. Ich glaube nicht, dass Buster und Scout noch mehr skaten wollen. Danke, Herr Schneemann. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout. Buster, der Bus und Scout, das Auto, spielen Fußball. Buster schießt. Tor! Super gemacht, Buster. Gute Arbeit. Wow, da ist ein Fußballbus. Er spielt bei dem großen Busfußballteam. Er möchte, dass Buster zum Probetraining kommt. Aber, oh nein, Buster ist zu schüchtern. Scout macht ihm Mut und Buster sagt, okay, er wird morgen zum großen Spiel kommen. Scout ist sehr stolz auf ihren Freund, aber Buster ist immer noch nervös. In der Nacht schläft Buster tief und fest in seiner Garage. Buster träumt, dass er beim Busfußballteam mitspielt. Das Spiel geht los, aber oh je, die Busse sind sehr grob dabei. Jetzt ist Buster dran, im Tor zu spielen. Er versucht, den Ball abzuhalten, aber oh je, die Fußballbusse sehen nicht sehr beeindruckt aus. Armer Buster, er strengt sich so an. Puh, es war nur ein schlechter Traum. Aber jetzt ist Buster noch nervöser vor dem Probetraining beim Team. Aber Scout macht ihm wieder Mut. Buster wird es schaffen, sie glaubt an ihn. Jetzt ist es Zeit für das große Spiel. Robin pfeift es an und das Spiel beginnt. Oh nein, der rote Bus wurde verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Buster wird einspringen müssen. Los, Buster, du kannst das. Buster schießt den Ball und das Spiel geht weiter. Buster ist jetzt Torwart. Der blaue Bus zielt, schießt und Buster fängt ihn. Gut gemacht, Buster. Das hast du ganz toll gemacht. Hurra! Das war sehr mutig von Buster. Schau, da ist Buster der Bus. Aber jetzt ist er ein Fisch im großen blauen Meer. Und schau, da ist ein kleiner Babyhai. Der Krebs schnappt mit seinen Scheren. Genauso wie das Maul vom Babyhai. Sieh mal, die sind so klein. Aber Buster möchte mit ihnen spielen. Und schau mal da, das muss Mama-Hai sein. Sie tanzt mit dem Krebs. Sieht so aus, als hätte sie sehr viel Spaß. Schau, da ist Cem der Hai. Er muss wohl der Papa sein. Jetzt tanzt Cem mit dem Krebs. Wie lustig. Buster ist so froh, seinen alten Freund zu sehen. Wer ist das? Brille? Falten? Das muss Oma Hai sein. Sie hat auch viel Spaß dabei, mit dem Krebs zu tanzen. Sieh sie dir nur an. Und dieser gut gelaunte Hai mit dem Schnurrbart? Das muss Opa Hai sein. Er hat auch viel Spaß. Jetzt hat Buster die ganze Hai-Familie getroffen. Jetzt spielen Cem und Buster zusammen im Meer. Sie schwimmen durch die Korallen und dann hoch zur Oberfläche. Oh, aber der arme kleine Krebs kommt da nicht mit. Sieh mal, wie Cem und Buster geschickt aus dem Wasser springen. Aber der kleine Krebs hat es nicht leicht. Buster springt hoch. Wow, pass auf, kleiner Krebs. Ah, Buster möchte mit allen zusammenspielen. Jetzt können alle drei zusammen schwimmen. Oh je, Buster sieht ganz erschöpft aus. Cem und der Krebs sagen Tschüss. Sie hatten einen tollen Tag. Oh, es war alles ein Traum. Oder? Da ist der kleine Krebs wieder. Es ist
eine kalte Winternacht. Was macht Buster? Oh, wow! Ein Feuerwerkbild! Buster ist so aufgeregt, weil er heute Abend echtes Feuerwerk sehen wird. Aber warte, er hat etwas vergessen. Eine schöne, warme Mütze. So, nun ist es Zeit zu gehen, um das Feuerwerk anzusehen. Oh, was ist das? Ein Feuerwerk macht laute Geräusche. Oh je, die machen Buster Angst. Er mag die Geräusche nicht. Oh, armer Buster. Er zittert. Was macht Mama? Oh, Busters Spielzeugauto macht laute Geräusche. Aber die machen keine Angst. Was war das für ein lautes Geräusch? Es ist Opa mit der Fußballpfeife. Buster liebt Fußball und das laute Geräusch macht ihm auch nichts aus. Was war das für ein lautes Geräusch? Oh, da poppt das Popcorn. Buster liebt Popcorn. Das Geräusch macht ihm nichts aus. Wow, das Feuerwerk ist so hübsch. Vielleicht sind laute Geräusche doch gar nicht so schlimm. Buster möchte es noch einmal versuchen. Wow! Sieh mal all diese bunten Feuerwerke. Na sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an. Er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwupp, eine Sandburg. Super, Buster. Sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Warte, Buster. Pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster wird versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo, kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß.
Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur. Ein Ballon. Schnell, Buster, fang ihn. Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster. Der Ballon fliegt weg. Komm schon, Robin. Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist. Gut gemacht. Was für ein schöner Ballon. Er hat ja ein strahlendes Gesicht. Danke für deine Hilfe. Mach's gut, Robin. Sieh nur, Buster. Da ist deine Mama. Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag. Was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni, der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht. Buster, was hast du denn da? Ein Eis. Das sieht aber lecker aus. Oh nein, was ist denn los, Buster? Du hast einen Wackelzahn. Das ist aber gar nicht gut. Vielleicht solltest du nicht so viele Süßigkeiten essen, Buster. Oh, das sieht aber schlimm aus. Armer Buster. Ah, gute Idee, Robin. Buster sollte zum Zahnarzt gehen und den Wackelzahn behandeln lassen. Na los, Buster. Da musst du keine Angst haben. Der Lutscher sieht lecker aus. Aber ich glaube nicht, dass der deinem Wackelzahn guttun wird. Aua. Sieht aus, als hätte es wirklich wehgetan. Wie wäre es mit einem Apfel, Buster? Etwas mit weniger Zucker. Ich glaube, Buster hat jetzt Angst, überhaupt zu essen. Oh je, der Zahn tut noch immer weh. Armer Buster, so kann es nicht weitergehen. Genau, Robin. Geh und hol Hilfe. Sieh mal, wer da kommt. Das ist Amber, der Krankenwagen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Du musst keine Angst haben, Buster. Amber ist hier, um dir zu helfen. Du musst nur mutig sein. Mach weit auf. Na los, Buster. Mach weit auf, damit Amber deinen Zahn sehen kann. Jetzt lass uns mal sehen. Ja, das sieht schmerzhaft aus, Buster. Sieht so aus, als würdest du deinen ersten Milchzahn verlieren. Und dann kommen deine bleibenden Zähne. Amber weiß, was dir helfen wird. Eine Zahnbürste. Drück die Zahnpaste aus der Tube und putz hin und her. Genau so, Buster. Alles schön sauber. Es ist sehr wichtig, dich um deine Zähne zu kümmern. Und schnell noch spülen. Gut gemacht, Buster. Ein Eisbeutel wird die Schmerzen lindern. Das ist besser. Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Danke, Amber. Hoffentlich wird Busters Zahn morgen früh besser sein. Oh, wow, Buster, sieh mal. Dein Wackelzahn ist ausgefallen. Das ist besser, nicht wahr? Und ein neuer Zahn wird bald nachwachsen. Gut gemacht, Buster. Du warst sehr mutig.